Düsseldorf. Die Metropole am Rhein beherbergt Deutschlands einzige Japantown. Über 6500 Japaner sind hier zu Hause. Drei von ihnen spielen für die Fortuna. Takashi Ozami, Genki Haraguchi und Justin Toshiki Kinjo. Ich bin sehr zufrieden hier. Manchmal vergesse ich, dass ich in Deutschland bin. Will heißen, ich habe keinerlei Probleme in Düsseldorf und fühle mich sehr wohl hier. That is brilliant. That is absolutely fantastic. Astounding goal from a top-class striker. Takashi Ozami, mit 6 Toren und 2 Vorlagen ein ständiger Gefahrenherd. Auch dank seiner Offensivpower führt die Fortuna derzeit souverän die Tabelle der zweiten Bundesliga an. Der Aufstieg ins Oberhaus, das erklärte Ziel. Wir spielen nicht außergewöhnlich gut, aber wir haben in vielen schweren Spielen bestanden und auch schlechte Spiele gewonnen. So haben wir Punkte gesammelt. Unsere Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Seit diesem Winter neu im Team der Fortuna, Genki Haraguchi. Er ist technisch stark und schnell unterwegs. Außerdem ackert er auch in der Defensive und setzt sich ein fürs Team. Er hat viele Stärken. Genau wie Ozami hat Haraguchi bereits Bundesliga-Erfahrung. Er wechselte von Berlin nach Düsseldorf. Ich brauchte mehr Wettkampfeinsätze, um mich für die WM zu empfehlen. Ich glaube einfach, dass ich bei der Fortuna mehr zum Einsatz komme. Klar, die WM ist mein Ziel, aber zuerst kommt natürlich der Verein. Ozami und Haraguchi, zwei erfahrene Profis, von denen sich Nachwuchstalent Justin Toshiki Kinjo einiges abschauen kann. Ich bin einfach sehr glücklich. Für mich ist es durchweg positiv, mit zwei so erfahrenen Spielern zu trainieren. Davon kann ich nur profitieren. Fortunas Japaner genießen in Düsseldorf einen besonderen Stellenwert, vor allem bei den kleinsten Fans. Ich habe mich sehr gefreut, denn ich bin ein großer Haraguchi-Fan, schon als er noch bei den Urawa Red Diamonds gespielt hat. In echt sehen die ja noch viel cooler aus als auf den Fotos. Düsseldorfs Rückkehr in die Bundesliga hat für Fortunas Japaner absolute Priorität. Und wer weiß, vielleicht sehen wir Haraguchi und Ozami auch bei der Weltmeisterschaft in Russland.